In wenigen Sätzen ganz kurz zusammengefasst, ich habe 2004 meinen Abschluss gemacht beim Studium, war seitdem im Automotive-Business unterwegs. Das heißt, ich habe angefangen als in der Logistik bei einer kleineren Firma, die verantwortlich war für Stoßfänger, Spritzgussfirma. Bin dann zum Logistikleiter geworden, war verschiedenen Firmen Logistikleiter. Bin dann weitergegangen als Werkleiter, gerade im Sitzgeschäft im Automobilbereich. War dort 3 Jahre in Russland tätig. Meine letzte Tätigkeit war in den USA. Das heißt, ich war 14 Monate in South Carolina und war dort für einen internationalen Automobilzulieferer verantwortlich für komplett Nordamerika. Letztendlich ein glücklicher Zufall. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hat wir einen neuen Geschäftsführer gesucht. Das heißt, wir wollten sich erweitern. Zum gleichen Zeitpunkt habe ich eine neue Herausforderung gesucht. Ich kannte BIA schon aus der Vergangenheit. Das heißt, vor 10 Jahren, wo ich als Logistikleiter tätig war bei Johnson Controls, hatte ich die ersten Kontakte mit BIA. Das heißt, auch die ersten positiven Erinnerungen. Und dementsprechend kamen die ersten Gespräche zustande, die dann final vor einigen Monaten positiv zu beiden Seiten abgeschlossen worden sind. Meine Hauptaufgabe wird die Produktion sein. Das heißt, ich wurde als Geschäftsführer Produktion eingestellt und werde dementsprechend auch verantwortlich oder bin verantwortlich für die Produktion an allen Standorten der BIA-Gruppe weltweit. Dies beinhaltet sowohl alle Werke, das heißt Mexiko, China, Slowakei und die Werke in Deutschland. Hauptaufgabe hierbei wird sein eine Standardisierung. Das heißt, gleiche Prozesse, gleiche Abläufe in den Werken zu etablieren und dementsprechend dann auch umzusetzen. Zweites Thema sicherlich auch das neue Werk in Mexiko. Das heißt, wir sind ja gerade dabei, ein neues Werk zu bauen, welches in die BIA-Gruppe mit reingeht oder mit drin ist und dementsprechend auch die Standards, die wir schon haben, in die Werke oder in das Werk in Mexiko reinzubringen. Produktion an sich umfasst dabei nicht nur die reine Produktion im Spritzguss, Galvanisierung und Endprüfung. Produktion umfasst auch die Nebenbereiche, das heißt Logistik, Qualität, Instandhaltung. Für die nächsten 18 bis 24 Monate stehen einige Großprojekte an. In der Gruppe, aber auch in Solingen. In Solingen, Thema Nummer 1, wird der Umbau der BIA 2 sein. Das heißt, es ist das größte Projekt, was Solingen stemmen muss seit Anbeginn. Und dementsprechend wird es auch die größte Herausforderung werden. Zum Zweiten ist sicherlich der Neubau des Werkes in Mexiko. Das heißt, hier, der Bau hat begonnen. Hier werden die nächsten 18 Monate auch einige Tätigkeiten notwendig sein. Das Dritte ist in Solingen die Lackanlage, die aufgebaut wird. Des Weiteren, wie schon vorher genannt, einige Standardisierung. Das heißt wirklich die Standards in die Gruppe bringen. Sowohl in die Slowakei, als auch in China, als auch in Mexiko. Dies wird den größten Teil meiner Zeit umfassen für die nächsten Monate. Herausforderungen sind, glaube ich, gleichzusetzen mit den Chancen dabei. Ich meine, der Automotive-Markt ist im ständigen Wandel. Wir sehen das gerade aktuell, dass die Stückzahlen, die Bedarfe bei den Kunden langsam runtergehen. Das heißt, diese Flaute ist alle 8 bis 10 Jahre auf dem Markt zu erkennen. Und das ist sicherlich zum einen eine Herausforderung für uns. Wir sind vertreten mittlerweile dann an allen Kontinenten auf der Welt. Das heißt, wir haben in Asien unsere Werke, wir haben in Nordamerika unser Werk demnächst und wir sind in Europa vertreten. Das heißt, wir können uns genau auf die Anforderungen des Kunden einstimmen, der auch mittlerweile überall vertreten ist und überall auch seine Produkte herstellen möchte. Das heißt, diese Chance oder diese Herausforderung haben wir ergriffen und können den Kunden damit auch die Leistung geben bzw. die Erwartung geben oder erfüllen, die er hat. Zum Zweiten ist es sicherlich auch die Standardisierung der Prozesse. Das heißt, dass wir das Produkt, was wir hier herstellen, an jedem Standort herstellen können und mit der gleichen Qualität und Quantität auch dem Kunden liefern können. Das wird eine sichere Herausforderung sein für die nächsten Monate und Jahre ebenfalls. Zum Dritten, die Chance, mit jeder Anpassung auf den Automotive-Markt gibt es auch Chancen zu wachsen und Chancen sich zu entwickeln. Das heißt, wir haben sehr viel Energie, oder es wurde sehr viel Energie schon in Solingen gesteckt. Das heißt, mit der Technik, die implementiert worden ist, man sieht das Hochregallager, man sieht das Equipment, man sieht den Umbau der BIA 2. Daraus wachsen halt die Chancen für die Zukunft, wirklich wettbewerbsfähig zu sein und aus allen Standorten gleichzeitig an unseren Kunden unsere Produkte zu liefern. Danny Kane persönlich, interessante Frage.
Zum einen sicherlich meine Familie, das heißt meine Frau und meine zwei Kinder, die schon einen Teil meiner Zeit in Anspruch nehmen. Gerade aktuell, da ich nur am Wochenende daheim bin, bin ich voll dabei, auch vollumfänglich dabei, mich um meine Familie zu kümmern. Zum zweiten sportliche Tätigkeiten, die in den USA sicherlich ein wenig gelitten haben, wo ich jetzt gerade wieder dabei bin, mit anzufangen. Sei es Mountainbiking, sei es Tischtennis, Tennis spielen, sei es Krav Maga, wo ich gerade gestern mein erstes Probetraining wieder hatte. Zum anderen habe ich vor 3 Jahren mit einer kleinen persönlichen Herausforderung angefangen. Das heißt mit meiner Doktorarbeit, die sich dem finalen Ende jetzt gerade annähert und wo ich im Anschluss sicherlich dann wieder mehr Zeit habe, mich auch für andere Sachen zu, um mich für andere Sachen zu widmen. Bier, die Oberfläche.